お願いします。お願いします。Hallo, ein bisschen knapp angesprochen. Mein Navi war ausgefallen und wir sind dann gleich aufgeblieben, aber ist ja so ein Flachländer, der auf die Leber zu kommen und hoch und hier kommt, weil da sind wir da etwas verwirrt und deshalb nicht hier. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft. Ich freue mich auf die Einladung hier. Hoffe, dass das auch so ein kleiner kleines Zeichen war, dass wir das mit der Kavikade auch auf die Füße kriegen. Und ja, bin jetzt froh hier zu sein und hoffe, dass ich das für uns alle so ein schön gestaltet Zeichen, dass wir dann hier rausgehen und uns dann ein Stück weiter bewegen können. Ja, ganz kurz. Schön, dass ihr alle erschienen seid zu unserem traditionellen Lehrgang hier im Januar, den wir jedes Jahr in dieser Jahreszeit hier veranstalten. Und ja, Stefan wird uns sicher Spaß. Und ich habe auch jetzt erfahren, dass das ein Traditionslehrer ist. Okay, aber es geht hin. Okay, die Stäbe sind schon gar nicht schlecht. Ich wollte heute so wenig anbieten, über drei Sitzungen und schon ein bisschen mischen. Und dann, sag mal, damit dann in die zweite Einheit gehen, was wir jetzt geschafft haben. Okay, dann, wenn wir so ein bisschen Schweine an, hat man gleich hier an den Oberarm und ans Handgelenk. Wir versuchen erstmal allein den Partner erstmal arbeiten zu lassen, den wir auch ein bisschen voll jetzt wenn ich hier so aus dem Boden geschrieben bin, dann kann es die ganze Zeit ausruhen, deswegen machen wir das mal so. Das heißt, der Partner schiebt und ich drehe mich praktisch nur und gebe seinen Druck eben weiter. Ja, das heißt, die Linie, wenn man mit dem arbeitet, dann dreht das jetzt um. Immer darauf achten, dass er hier aufzuschieben. Weiter. Ich sage mal so, ich gebe in die Lage gehen. Und da darf ich jetzt runter auf den Baum. Ich muss mir halt immer gucken, dass ich ihn zu mir herhole. Also diesen, diese Distanz über mir. Und das erreiche ich ihn nicht, indem ich ihn zu mir herhole, sondern indem ich ihn von mir wegführe. Und indem ich das mache, ist er praktisch zu mir hergekommen. Wenn ich ihn hier zu mir herholen möchte, dann kann ich ihn zu mir her versuchen zu reißen. Das funktioniert aber nicht, sondern ich muss wirklich in diese Richtung gehen, damit er zu mir herkommt. Ja, das haben wir eben in der Erfahrung gemacht. Deswegen machen wir, bleibst du da? In der Form gemacht. Ich mache jetzt eine kleine Vorführung, deswegen war es ganz gut, dass wir euch das schon hingestellt haben. Wir versuchen jetzt den Partner erstmal so ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Das heißt, wir stellen uns hier vorne hin. Solange ich den Joe auf ihn zeige, wäre es für ihn kritisch, ihn versuchen zu nehmen. Also wenn ich jetzt nichts anderes mache. Ich mache jetzt bewusst einen Fehler und öffne. Jetzt kann er ihn greifen und zu sich herholen. Das ist so das, was er vorhat. Und ich möchte ihn dazu bringen, dass er ein bisschen mehr tut, als er eigentlich bereit war zu tun. Das heißt, ich nehme ihm den Stab hier so ein bisschen weg und er muss dann etwas weiter nachbauen. Ja? Also ich nehme ihn hier auf, bringe ihn dazu weiter zu gehen, als er eigentlich möchte. Und gehe dann weiter an ihm vorbei. Richtig konsequent an ihm vorbei. Ein Stück. Auflegen. Das mache ich nicht hiermit, sondern wieder damit. Das heißt, ich bringe das Stück nach vorn. Dann geht das andere Stück zurück. Das ist für den Angreifer eine ganz doofe Situation, weil er muss sich bemühen, er kriegt es aber nicht. Bitte sehr. Das ist
Ich weiß nicht, was dir dabei ist. Und er kontrolliert jetzt noch meinen Ellenbogen, darüber natürlich auch meine Schultern, damit ich darüber nicht mehr an ihn rankomme. Dann wird es mich hier unangenehm, wenn er noch einen Punkt hat, der von der anderen Seite. Das heißt, ich muss hier möglichst eben raus. So, das heißt, er greift hier zu und ich gehe einfach nach hinten ein Stück weg und nehme den Ellenbogen zu mir hier. Und gehe noch ein bisschen tiefer. Dann bringe ich mich mitten in eine Richtung. Hier einfach nur gerade. Ich nehme einfach nur mit mir den Arm etwas runter und zurück. Dann lege ich ihn rein. Und hier wieder mit ihm in eine Richtung. Und hier schon von diesen Kleinigkeiten. Tickerfahren habe ich die Richtung einhalten. Und ich auch davon, dass es nicht immer das Offensichtliche ist, was da wirft. Also nicht immer das, was gleich vorne zu sehen ist. Muss noch mal. Binde mich in seinen Angriff hinein. Und manche machen das so. Das ist grundsätzlich schon mal nicht falsch, aber es ist noch nicht ganz ausgearbeitet. Ja, es ist noch so ein bisschen ungeschickt. Und wenn ich jetzt mich wirklich in seine Richtung drehe und dann wirklich diese Tegatana mit reinnehme, dann mache ich mir praktisch den Weg frei. Hier hat er den Ellenbogen noch unten. Mache ich mir praktisch den Weg frei. Hier hat er den Ellenbogen noch unten. Jetzt nehme ich ihn so hoch und gebe dadurch seinen Ellenbogen nach oben frei und kann dadurch in den Partner hinein. Das heißt also wirklich diese kleinen Sachen, ich zeige es nur von hier, richtig fest. Hier kann ich nicht viel machen. Da bin ich praktisch genau in seinem Brennpunkt und da ist nicht viel möglich. Jetzt gehe ich nur ein Stück aus seiner Linie raus, nehme meine Hüfte zurück und dadurch meinen Ellenbogen. Dann drehe ich mich in seine Richtung ein
Und zwar wirklich in die Richtung, diese Tegatana. Und jetzt werfe ich nicht mit dem Arm, sondern ich gehe von hinten in ihn hinein. Das war vorhin hatten beim Werfen nach vorn, gehe ich jetzt in diese Richtung. Hier lege ich rein. Und jetzt gehe ich hier rein und werfe quasi aus dem ganzen Kraft. Also nicht nur der Arm, den zur Seite bloß. Sondern ich gehe in den Arm hinein. Ja? Das heißt, ich ziehe, er blockiert und verlässt ihn. So, jetzt muss ich gucken, wie ich damit zurechtkomme, falls da noch vor uns so Mauern irgendwie hinter einem Busch kommt. Ne? Wie heißen hier Kollegas? Was? Wie heißen hier Kollegas? Kollegas. Ja, das heißt, also der eine hat mich jetzt hier an den Kopf gelegt, jetzt muss ich gucken, was ich hier mache. Er hat jetzt schon, im Gegensatz zu der Situation, die wir eben hatten, hat er die Hand. Was ich jetzt mache, ist, ich stelle mich einfach nur richtig hin. Dadurch verändere ich bei ihm schon was. Und jetzt drehe ich mich mit dem Schwert in eine Richtung oder aus und schneide ab. Richte mich nur auf, drehe meine Hüfte etwas zurück und nehme dabei meine Schultern mit. Ganz einfach. Ich stelle mich einfach nur wieder ordentlich hin. Dann hier. Thank you.
Zu rangeln. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, geht das nicht. Ja, das hält ja. Das ist auch aus sich selber so stabil, ich kann nicht bloß anstehen. Was ich mache ist, ich gehe dran vorbei. Natürlich, ich halte dich.
ganz langsam. Ach, jetzt ist es weg. Ja, schwierig. Man merkt es immer, dass man natürlich, ich bin mit meinem auch nicht so ganz zufrieden. Das darf man dann nicht denken, dass man dann, wenn man es drei Jahre gemacht hat, man muss immer weiter wachsen. Man muss immer mehr dran zu tun, als es dann zum Außen. Ich habe das auch vorhin gehabt, dass eigentlich der Knoten eher im Kopf ist bei den Sachen, die man macht. Okay, wir bleiben bei dem Angriff und auch bei der Technik, wir machen es ein bisschen anders. Partner greift dazu, ich möchte mich jetzt gar nicht so tief da reinbinden, sondern ich gehe jetzt einfach hier raus. Hier wieder wichtig, dass ihr diese Schwerkraft nehmt. Und dann gehe ich hinten an und werfe mir die Sachen. Also ich versuche jetzt nicht so in diese Bindung hineinzugehen. Also, eine Richtung, diese Form. Hoch. Hinten einklicken und werfen. Und richtig hier ein bisschen mitnehmen. Wir werfen das rein und fliege jetzt mal! Schön gerade bleiben, tief stehen. Und noch einmal. Gut im Bellenbau stehen. Gute Position. Locker lassen. Und reicht das reicht für aus dem Kurzer. Thank you.
kann ich ihn einmal, mache ich jetzt nicht, so den Hals brechen. Ja, dann wahrscheinlich noch ein paar Wirbel und beim Runtergehen ist immer mal ganz sanft runter. Dann kann ich ihn mal praktizieren und dann kann ich auch hier anheizen. Ja? Das sind noch so Techniken, wo ich wirklich sage, das hat noch einen direkten Bezug zu dem, was damals, wenn ich mir so auf dem Schlachtfeld passiert ist. Das heißt also, wenn ich den Partner wirklich so in die Mangel nehme, dann ist er nachher für mich, sag ich mal, so eingegrenzt genug und so eingeschränkt oder so verletzt ist, dass er für mich dann keine Gefahr mehr ist, dass ich ihn dann erlösen kann. Gut. Kann das nicht halten. Ich denke mir, die wenigsten, also ich kann es nicht mehr. Die Gravitation ist doch stärker geworden über die Jahre. Wenn ich mich so mit einer Hand an einer Stange festhalten müsste, könnte ich das auch nicht mehr unbegrenzt. Wenn ich jetzt aber noch um eine Stange herumgreifen müsste, um mich da festzuhalten und sollte dann mein Gewicht halten, wird es schwierig. Deswegen keine Angst, dass der Partner da festhält. Wenn ihr gerade stehen bleibt und einen guten Stand habt, dann muss er loslassen. Ja? Also wir verlängern ihn, hier wieder mitnehmen, damit seine Hand so eine bestimmte Form kriegt. Wenn ich mich nur reindrehe, dann geht das nicht. Ja, auch wenn er nur den Arm stark macht, stehe ich dagegen. Das heißt, ich muss ihn hier mit reinnehmen, damit ich diesen Kick habe. Hier rein. Und dann greife ich hier in den Nacken, muss schön gerade bleiben, lege ein Irin. Hier rein, zack, Schwierigen. Oliver Schimmer! Schwierigen und dann. Einmal zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Neuer ist aber schwach. Kommst du nicht rein? Komm nicht nur auf der Stellung. Nein. Ich hab gar nicht mehr. Das also allermeisten Schuss, ne? Genau. Da war ja wohl der Hammer. Wie kommt der denn da so schnell runter? Deutschen Aikido gut angefangen, aber war sehr viel auf den Lehrgängen vom Meister Okay, wenn einem das noch was sagt. Habe mich dann auch von meinem alten Nordheimer Lehrer, der wollte mich dann nicht mehr haben, habe ich mit dem Klaus Schutziak, was den werden viele vielleicht nicht kennen, das ist ein Schüler von Meister Okay, angeschlossen und bin dann jetzt zu Edmund gekommen. Und das ist, Edmund wird ja auch Schüler von Meister Okay, von der Seite her. Ja, auch viele Sachen, die ja dann ein bisschen variiert. Und deshalb ist das gar nicht so schlecht. Das heißt, Meister Okay war für mich immer so dieses freie, lockere Nagara-Arbeiten. Und bei Edmund war das eben sehr speziell, sehr genau, sehr detailliert. Das fand ich sehr schön ergänzt. Und in der zweiten Einheit habe ich auch mal probiert, so Sachen zu machen, die man vielleicht auch nicht in jedem Training hat. Ja, also ich habe speziell auf diesen Angriff Katadori, weil das, was er im normalen Training hat, hat er im normalen Training. Und von der Seite her habe ich ein bisschen gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und habe ein bisschen was gelernt, weil die Sachen sind ja eh alle in irgendeiner Form gleich. Wie gesagt, es kommt so auch an diese Tegatana, aus dem Bauch heraus, nicht abknicken über Körper, gut aus der Körpermitte arbeiten, Positionen einhalten, Distanz, das sind halt die Sachen, die man in jeder Technik hat. Und das kann man auch mit jedem einzelnen, mit der einzelnen Technik, ob man jetzt das Schwert in die Hand genommen, mit dem Partner arbeitet, verbessert man diese Sachen, die man sich bestimmt dort nimmt. Okay. Gleich mal aus.
Ja, schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast, mal ins Ruhrgebiet zu fahren, trotz Navi-Fehler. Randlage. Ja, so Randlage, genau. Und ich habe lange überlegt, für ein schönes Herrgangsgeschenk. Und dann sind wir so einige, so wie sie da eigentlich wollen. Ich rede ja so viel. Also, wenn du mal ganz vernünftig nach Hause kommst. Ja. Bitte schön, für dein Büro, für unterwegs, je nachdem, wann du es brauchst. Das geht ja unordentlich. Stimmt, das war ja hier. Das war mal ein Gespräch. Ich erinnere mich dunkel daran. Genau. Ups. Schön. Bin unterwegs. Ja, haben wir gerade unterwegs. Oder fürs Büro oder wie auch immer. Ja, es ist sehr schön. Ja. Dankeschön. Hat mich gefreut. Was du da warst. Ja. Gracias.